Es war einmal ein armer Prinz, der hatte ein ganz kleines Königreich, aber es war immer noch groß genug, um darauf zu heiraten, und verheiraten wollte er sich. Nun war es freilich etwas keck von ihm, dass er zu der Tochter des Kaisers sagen wollte: Willst du mich haben? Aber er wagte es doch, denn sein Name war weit und breit berühmt. Es gab hunderte von Prinzessinnen, die gerne Ja gesagt haben. Aber ob sie es wohl tun würde? Nun, wir wollen sehen. Auf dem Grabe des Prinzen wuchs ein Rosenstrauch, ein gar herrlicher Rosenstrauch. Er blühte nur jedes fünfte Jahr, und auch dann trug er nur eine einzige Rose. Aber was für eine Rose das war! Die duftete so süß, dass man alle seine Sorgen und seinen Kummer vergaß, wenn man nur einmal daran roch. Und dann hatte er eine Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen Melodien der Welt in ihrer kleinen Kehle säßen. Diese Rose und diese Nachtigall sollten die Prinzessin haben, und deshalb wurde beides in große Silberbehälter gesetzt und zu ihr gesandt. Der Kaiser ließ sie in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin war mit ihren Hofdamen. Sie spielten »Es kommt Besuch«. Als sie die großen Behälter mit den Geschenken erblickten, klatschten sie vor Freude in die Hände. Ach, wenn es doch eine Miezekatze wäre, sagte die Prinzessin. Aber da kam der Rosenstrauch mit der herrlichen Rose hervor. Oh nein, wie niedlich ist das gemacht, sagten alle Hofdamen. Sie ist mehr als niedlich, sagte der Kaiser, sie ist charmant. Doch die Prinzessin befühlte sie und war nahe daran zu weinen. Pfui, Papa, sagte sie, das ist gar keine künstliche, das ist eine natürliche Rose. Pfui, sagten nun auch alle Hofdamen, eine natürliche Rose. Lasst uns erst sehen, was in dem zweiten Behälter ist, ehe wir böse werden, meinte der Kaiser. Und da kam nun die Nachtigall heraus. Sie sang so schön, dass man nicht gleich etwas Böses gegen sie hervorzubringen wusste. Superb, charmant, wispelten die Hofdamen, denn sie plauderten alle Französisch. Eine immer ärger als die andere. Wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert, sagte ein alter Kavalier. Ach, es ist ganz derselbe Ton, ganz derselbe Vortrag. Ja, sagte der Kaiser, und er weinte dabei wie ein kleines Kind. Es wird doch hoffentlich kein natürlicher Vogel sein, sagte die Prinzessin. Ja, es ist ein natürlicher Vogel, sagten die, die ihn gebracht hatten. So lass ihn fliegen, sagte die Prinzessin. Sie wollte auf keinen Fall gestatten, dass der Prinz käme. Aber der ließ sich nicht einschüchtern. Er bemalte sein Antlitz mit brauner und schwarzer Farbe, zog die Mütze tief über den Kopf und klopfte an. Guten Tag, Herr Kaiser, grüßte er. Könnte ich nicht hier auf dem Schloss einen Dienst bekommen? Ja, antwortete der Kaiser. Es sind sehr viele, die hier um Anstellung bitten. Ich weiß daher nicht, ob es sich machen lassen wird. Ich werde an dich denken. Doch, da fällt mir eben ein, ich brauche jemanden, der die Schweine hüten kann. Denn von denen haben wir sehr viele, sehr viele. Gesagt, getan. So wurde der Prinz als kaiserlicher Schweinehirt angestellt. Er bekam eine jämmerliche Kammer unten im Schweinekoben, und dort musste er bleiben. Den ganzen Tag saß und arbeitete er, und als es Abend wurde, war ein niedlicher kleiner Topf fertig. Er hatte Schellen ringsherum. Sobald es im Topf kochte, klingelten sie aufs Schönste und spielten die alte Melodie. Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Das Allerkunstvollste aber war, dass man nur den Finger in den Dampf des Topfes halten musste, und gleich konnte man riechen, welche Speisen auf dem Feuerherd der Stadt zubereitet wurden.
Das war wahrlich etwas ganz anderes als eine Rose. Nun kam die Prinzessin mit allen Hofdamen daherspaziert. Als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah sehr erfreut aus, denn sie konnte auch, ach du lieber Augustin, spielen. Es war die einzige Melodie, die sie konnte, aber die spielte sie nur mit einem Finger. »Das ist ja das, was ich kann«, sagte sie. »Es muss ein gebildeter Schweinehirt sein. Höre und geh hinunter und frage ihn, was das Instrument kosten soll.« Und da musste eine der Hofdamen zu den Schweinen hinuntergehen, aber sie zog vorher Holzpantoffeln an. »Was willst du für den Topf haben?« fragte die Hofdame. »Ich will 10 Küsse von der Prinzessin«, sagte der Schweinehirt. »O Gott, bewahre«, erwiderte die Hofdame. »Ja, für weniger tue ich es nicht«, antwortete der Schweinehirt fest. »Nun, was antwortete er?« fragte die Prinzessin ungeduldig. »Oh, das kann ich gar nicht sagen«, erwiderte die Hofdame. »Also, kannst du es mir ins Ohr flüstern?« Und das tat die Hofdame auch. »Es ist unartig«, empörte sich die Prinzessin, und dann ging sie. Aber als sie ein kleines Stück gegangen war, erklangen wieder die Schellen so lieblich. »Höre«, sagte die Prinzessin, »frage ihn, ob er 10 Küsse von meinen Hofdamen haben will.« »Ich danke schön«, sagte der Schweinehirt der Hofdame, 10 Küsse von der Prinzessin oder ich behalte meinen Topf.« Und das überbrachte sie der Prinzessin. »Das ist doch langweilig«, schimpfte die Prinzessin, »aber dann müsst ihr euch vor mich stellen, damit es niemand sieht.« Und die Hofdamen stellten sich davor und breiteten ihre Kleider aus, und der Schweinehirt bekam 10 Küsse, die Prinzessin aber erhielt den Topf. Das war eine Freude. Den ganzen Abend und den ganzen Tag musste der Topf kochen. Es gab nicht einen Feuerherd in der Stadt, von dem sie nicht wussten, was darauf gekocht wurde. Beim Kammerherrn ebenso wie beim Schuhmacher. Die Hofdamen tanzten und klatschten in die Hände. »Oh, wir wissen, wer Suppe und Eierkuchen essen wird. Und wir wissen, wer Grütze und Carbonade bekommt. Das ist doch so interessant.« »Sehr interessant«, sagte die Oberhofmeisterin. »Ja, aber haltet reinen Mund, denn ich bin des Kaisers Tochter, die Prinzessin.« »Jawohl, jawohl, das versteht sich«, sagten alle. Der Schweinehirt, das hieß der Prinz, aber sie wussten es ja nicht anders, als dass er wirklich der Schweinehirt sei, ließ keinen Tag verstreichen, ohne etwas zu tun. Und so machte er eine Knarre. Wenn man sie herumschwang, erklangen alle Walzer, Hopser und Polkas, die man seit der Erschaffung der Welt gekannt hat. »Das ist superb«, freute sich die Prinzessin, als sie vorbeiging. »Ich habe nie schönere Kompositionen gehört. Geht hinein und fragt ihn, was das Instrument kosten soll. Aber ich küsse ihn nicht wieder.« »Er will 100 Küsse von der Prinzessin haben«, sagten die Hofdamen, die hineingegangen waren, um ihn zu fragen. »Ich glaube, der ist verrückt«, erboste sich die Prinzessin. Und dann ging sie. Als sie aber ein kleines Stück gegangen war, blieb sie stehen. »Man muss die Kunst aufmuntern«, sagte sie. »Ich bin des Kaisers Tochter. Sage ihm, er soll wie neulich 10 Küsse haben. Den Rest kann er von meinen Hofdamen bekommen.« So hatte sie sich schließlich entschieden. »Aber das tun wir so ungern«, sagten die Hofdamen. »Papperlapapp«, sagte die Prinzessin. »Wenn ich ihn küssen kann, so könnt ihr es auch. Bedenkt, ich gebe euch Kost und Lohn.« Und nun mussten die Hofdamen wieder zu ihm hinein.
100 Küsse von der Prinzessin, sagte der Schweinehirt, oder jeder behält das seine. Ach, stellt euch vor mich, sagte die Prinzessin schließlich, und da stellten sich alle Hofdamen davor, und dann küsste sie. »Was mag das wohl für ein Auflauf sein beim Schweinekoben?« fragte der Kaiser, der auf den Balkon hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte die Brille auf. Und dann schaute er noch einmal hin. »Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben. Ich werde wohl zu ihnen hinunter müssen.« Und er zog seine Hausschuhe hinten herauf, denn es waren Schuhe, die er zu Pantoffeln niedergetreten hatte. Potzwetter, wie der sich sputete! Sobald er in den Hof hinunterkam, ging er ganz leise. Und die Hofdamen hatten so viel damit zu tun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehe, dass sie den Kaiser gar nicht bemerkten. Er erhob sich auf Zehenspitzen. »Was ist das?« sagte er, als er sah, dass sie sich küssten, und dann schlug er sie mit seinem Pantoffel an den Kopf, gerade als der Schweinehirt den 86. Kuss erhielt. »Packt euch!« schrie der Kaiser, denn er war böse. Und die Prinzessin und der Schweinehirt wurden aus seinem Kaiserreich hinausgejagt. Da stand nun die Prinzessin und weinte. Der Schweinehirt schalt und der Regen strömte hernieder. »Ach, ich elendes Geschöpf«, sagte die Prinzessin, »hätte ich doch den schönen Prinzen genommen. Ach, wie unglücklich bin ich jetzt.« Und der Schweinehirt ging hinter einen Baum, wischte sich das Schwarze und Braune aus dem Gesicht, warf die schlechten Kleider von sich und trat nun in seiner Prinzentracht hervor, so schön, dass die Prinzessin sich verneigen musste. »Ich bin nun dahin gekommen, dass ich dich verachte«, sagte er. »Du wolltest keinen Prinzen haben. Du verstehst dich nicht auf die Schönheit der Rose und den lieblichen Klang einer Nachtigall. Aber den Schweinehirten konntest du für eine Spielerei küssen. Das hast du nun davon.« Und dann ging er in sein Königreich und machte ihr die Türe vor der Nase zu. Da konnte sie nun draußen stehen und singen. »Ach, du lieber Augustin, alles ist hin, hin, hin.« Und damit ist die Geschichte von der hochmütigen Prinzessin und dem klugen Schweinehirt, der eigentlich ein Prinz war, zu Ende.